Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal RPG Fan. Ich bin jetzt hier wieder an dieser Stelle, wo ich in der letzten Folge kläglich versagt habe. Diesmal habe ich es vor, aber wie folgt zu machen. Ich werde natürlich als erstes meinen Bogen benutzen, um den ersten krassen Schuss zu landen. Ne, wenn ich unbemerkt bin, dann sieht meine Schüsse sehr stark. Dann habe ich ja ganz vergessen, dass ich noch den Stab des Feuers habe. Den werde ich auch mal nutzen. Und natürlich meinen Geisterbär. Außerdem habe ich überlegt, wir haben ja in der letzten Folge gesehen, da sind wirklich viele Männer, die mich dann angreifen werden. Ich werde also versuchen, aus diesem geschlossenen Raum rauszurennen, nach draußen. Sodass mir vielleicht ein paar von denen hinterherkommen. Okay, dann beginnen wir gleich an dieser Stelle. So. Okay, Schatten des Windes steht schon bereit. Puh, also ich bin ein bisschen aufgeregt. Was die Schwierigkeitsstufe angeht, habe ich weiterhin Adept gelassen erstmal. Mal schauen, ob ich es schaffe. So, also. Unser Schatten des Windes. Und der erste Treffer, naja, der war leider kein guter Treffer. So, wo gehst du denn hier jetzt raus? Scheiße. Moment, wie bin ich denn hier reingekommen? Da ist die Tür. Okay. Ja, mal schauen, wie viele mir jetzt hinterherkommen. Und ob überhaupt. Aber auf jeden Fall werde ich, glaube ich, schon mal meinen Stab testen. Das wäre dann 3. Okay, die kommen mir nicht hinterher. Die kommen mir nicht hinterher. Erstmal. Ne, alles gut. Dann haben wir nochmal die Chance. Vielleicht diesmal aber wirklich einen guten Treffer zu landen. Leider hat er mich ja viel zu früh entdeckt. Den ich da abschießen wollte. Wie gesagt, das ist einfach ein Riesenvorteil für mich, wenn ich den ersten Treffer wirklich gut lande. Und da muss ich einfach aufpassen, dass die mich nicht entdecken. Ein Marsch des Propheten, da war es. Nein, das gibt's doch gar nicht. Was passiert denn hier, Mann? Warum treffe ich immer nicht? Naja, egal. Vielleicht jetzt, wenn die hier rausrennen, ein paar Treffer landen. Ja, ja, da sucht er mich. Oh, das war ein guter. Oh, und raus, und raus. Mit Magier will ich jetzt nicht 1 gegen 1 kämpfen. Also, in Nahdistanz natürlich. Ich will doch mit denen 1 gegen 1 kämpfen. Aber die kommen mir leider nicht hinterher. Das ist das Problem. Das heißt, ich kann sie nicht in diesen großen Raum locken, denn das wäre für mich perfekt. Ich würde mich dann da irgendwo verstecken und die einfach langsam aber sicher abschießen. Okay, die haben mich wieder verloren. Gut. Dann rein da. Wie gesagt, also wenigstens. Ein Marsch des Propheten, da war's. Scheiße, scheiße! Ah. Ah, es ist schlecht, dass ich mich immer so entdecken lasse. Okay, Moment, wie funktioniert dieser Stab? Aha, das sind quasi Feuerbälle, okay. Boah, das war jetzt nicht so gut, denn so viele Ladungen hat er anscheinend nicht. So, gleich wenn sie mich verloren haben, gehe ich da nochmal rein und verpasse denen ein paar Feuerbälle. Jetzt. Ja. Ach, die sind jetzt weg. Okay, dann vielleicht... Moment, vielleicht doch ein Pfeil. Jetzt sind die schon wieder weggelaufen, aber vollständig. Ah, da ist er. Ja. So, und jetzt? Na komm. Ich bin bereit, bist du es? Na komm, komm. Ja. Uiuiui, der trifft mich aber. Aha. So, weg, 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 weg. Ja, das macht schon. Na komm schon, Mann, Andarien. Oh. Immer dieses Wacken, wenn man mich trifft. Okay, ich habe denen ganz schön Schaden gemacht. Die mir auch, aber... Ach, unglaublich, ey. Kampf mit ein paar scheiß Banditen. Wie ein Bosskampf. Wie gesagt, ich bin leider noch nicht dahinter gekommen, wie ich es schaffe, mich gut hochzuleveln. Ich habe eine Menge Punkte zu vergeben. Ja. Aber wo zum Teufel soll ich so viel Geld nehmen, um
mir so viele Bücher zu kaufen. Es muss einfach Lehrer geben hier, soweit ich das verstanden habe. Sonst weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ich meine, das ist Schwierigkeitsstufe Adept und ich muss hier einfach jedes Mal, keine Ahnung, rausrennen, meinen Arsch retten. So, okay. Fressen wir das noch. So, ich verstehe jetzt nicht, warum sich meine Lebensenergie nicht regeneriert. Ich bin offensichtlich nicht im Kampf, Mann. Einfach nur dumm. Egal. Ah, gehen wir rein. Vielleicht schaffen wir gleich wenigstens einen. Jetzt hat er mich wieder entdeckt. Aber jetzt stirbt er auch. So, okay. Die anderen haben mich jetzt nicht gesehen. Das ist perfekt. Okay. Einen Vagabunden weniger haben wir. Jetzt wäre gut, den Magier loszuwerden. Halber wäre nur gerecht gewesen, sagt sie. So, hier. Aha, okay, hier ist niemand. Hier werden sie alle sein. Ist der scheiß Magier. Das ist nicht der Magier leider, aber egal. Ich nutze einfach die Möglichkeit und schieße sie trotzdem ab. Ja. Na, da haben wir es doch. Okay, da ist ein Bogenschütze. Und gleich kommt noch der Magier mir hinterher. Na komm. Wo ist der Magier? Das ist leider auch nicht der Magier, Mann. Aha. Okay, und raus. Gut, mal schauen, ob ich meinen Stab aufladen kann. So, Stäbe. Stab des Feuerballs. Die, aha, sehr gut. Ein bisschen aufladen kann ich den. Nice. Okay, das war's dann leider auch. Aber fürs Erste reicht's. Okay, gleich geht's wieder rein. Erstmal warten, bis die mich verloren haben. Ich habe ja ganz vergessen, hier meinen Bären zu nutzen. Zur Ablenkung. Jetzt wäre es vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich reingehe, ein guter Moment dafür. So, perfekt, die haben mich verloren. So. Okay. Und rein da. Naja, so langsam aber sicher werde ich die alle los. Au, 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 das tut weh, wa? Oh, 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 oh. Sehr gut. Und weg ist der. Ja, so mit einem Gegner werde ich gut fertig, sieht man. Aha, ich trage leider zu viel. Ah, scheiße. Na gut. Was werfen wir raus? Was haben wir hier? Naja, Kurzschwert behalten wir. Runenbogen kosten so viel. Vielleicht hier den Runenschwert. Aha, ach, immer noch zu schwer. Dann vielleicht doch hier. Also die kostet 36 und die andere kostet 35 und wiegt eine Menge. Also weg damit. Schade. Hier irgend so eine Hellebarde sogar, krass. Aha, Runenschlachtaxt. Wiegt leider zu viel. Ah, so, okay, dann weiter geht's. Dieser Bosskampf, der gar keiner ist. So, so viele sind es nicht mehr. Den Magier muss ich aber jetzt endlich erledigen. Hier versteckt er sich doch irgendwo. Ja. Oh Mann, er ist ja schon wieder
Einfach Full Life. Huch, und die anderen haben mich auch nicht entdeckt. Aha, okay, ja, Magierrobe nehmen wir natürlich. Die kostet mega viel, wiegt aber super wenig. Also Magier mag ich, was ihre Sachen betrifft. Ah, hier ein bisschen was zu essen. Super, Pulverfass. Was? Was, wozu brauchen wir den Pulverfass? So, vielleicht irgendwelche interessante Bücher. Aha, Bericht eines unbekannten Reisenden, Band 3. Ich weiß nicht, ob ich es habe, deswegen nehme ich es mal mit. Später werde ich gucken. So, Groschen, hier kann man pennen. Ansonsten, aha, hier wahrscheinlich die geklauten Bilder schon mal. Nun gut. Dann Moment, also da geht's runter. Und da geht's runter. Aha, da sitzen zwei sogar. Mann, ich habe die beim ersten Mal gar nicht gesehen. So, also ein Schuss. Und jetzt. Oh, das war jetzt schlecht. Das war mega schlecht, leider. Aha. Oh, wo kommst du denn her? Nicht schlimm. Nicht schlimm. Geisterbär. Oh je, du hast meinen Bären jetzt schon erledigt. Ah, komm schon. Ja. Aha. Okay, die suchen mich. Und die findet mich. Oh, habe ich die erledigt oder was? Nice. Ich wollte schon rausrennen, aber anscheinend ein Schuss hat ihr gereicht. So, irgendjemand von denen hat hier Pfeile. Ach da, 25. Eieiei, Leute. Wie ich euch fertig gemacht habe. Sternlingsdolch. Mhm. Okay, viel mehr kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Tut mir leid. Das geht nicht mehr, sonst bin ich überladen. So. Essen. Irgendwo habe ich noch geilen Käse gefunden. Ja, das ist doch schön. So. Wieder zwei Leute weniger. Habe ich die jetzt langsam alle oder nicht? Mhm. Okay, hier war ich. So, was ist da? Ein Becher. Okay, und hier habe ich die gerade erschossen. Wow! Aha, okay. Das heißt, wo geht's denn hier wieder hoch, wenn ich mal hoch will? Mhm, Mana-Trank. Und was da schön ist? Aha, nichts. Ah, da ist, glaube ich, ein Lebensregenerationstrank. Sehr schön. Endlich mal so kleine Perle und Mana. Okay, aha, hier sind sie hochgerannt, also. Mhm. Dann habe ich die also erstmal alle erledigt. Käsestück. Ich nehme alles mit, was man fressen kann, Leute. Ich nehme wirklich alles mit. Pulverfass, Mann. Wozu? Ich nehme die zwar mit, aber wozu? Okay, hier Instrumente lasse ich mal liegen. Mhm. Sind hier noch... Aha, eine Windwurz hat man hier gerade gehört. Und hier Malachiterz. Hier arbeiten die also. Aha. Nur einer. Okay. Schön. Ah, das ist sogar noch eine Bogenschützen. Die mich einfach... Hi. Aha, okay, ein Schwert hatte sie auch dabei. So, Dietrich hier. Ein Runenbogen, wieder so ein teures Ding. Und natürlich Pfeile, die nehmen wir mit. Also wieder Pulverfass. Die wiegen jeweils eins, also lasse ich jetzt mal liegen.
Hier die riesen Malachitader. Oh Mann, Leute, was geht hier bei euch vor? Also da muss ich hin, sehe ich gerade den Marker, aber ich will nur ganz kurz schauen, was ist denn jetzt hier? Aha, ich höre schon die Windwurz. Was bewegt sich denn da? Ein Buch? Aha. Zauberbuch Wasseratmung. Interessant. Brauchen wir auf jeden Fall. Also Wasseratmung, da sage ich nichts dagegen. Okay, hier hat ein Armer sein Ende gefunden. Zauberbuch Wasseratmung. Das lernen wir doch mal gleich. Das war wahrscheinlich unter den Schriften, Bücher und dann Zauberbuch. Ja, Wasseratmung. Atmen unter Wasser für 180 Sekunden. Mhm. Das ist doch nicht schlecht. Okay, ich muss es ausprobieren. Halt. Nee. Pulverfass explodiert nicht, wenn man es anschießt. Schwarzpulver. Hm. Und da nochmal. Mann, was machen die hier mit dem Pulver, ey? Ist es vielleicht wenigstens teuer? Ne, nur 15 wert. Hm. Okay. Da muss das Bild liegen. Ah, und da sitzt schon einer. Ja. Ah, Moment. Und jetzt. Mhm. Oh, das ist der Anführer. Das ist der Anführer, Leute. Moment, 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 Moment. So, was haben wir? Unser Bär. So, weg, 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 weg. Scheiße. Oh. Wie der Biss eines Flohs. Ich darf mich wirklich nicht treffen lassen von ihm. Tut weh, ne? Oh, Moment! Hat er mich getroffen. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich dann nicht selbst abfacke. Oh, wenn er mich jetzt einmal trifft. Scheiße, nein, es ist doch so. Moment, ich habe eine Idee. Ah, fuck. So. Auge. Was war das? Auge des Sturms, oder? Bitte, bitte, bitte. Ach, schon ja! Alle? Und jetzt rennen! Oh Gott! Ja! Und er heilt sich! Und er heilt sich! Bitte stirb jetzt! Ja! Uff. Okay. Hm. Wow. Ja, der Anführer hatte es in sich. Also eigentlich hat mich jetzt wirklich nur Auge des Sturms gerettet. Griff des Wanderers. Erhöht euren Klauenschaden in Wolfsform um 5. Weg 2. Das heißt, ich muss gleich irgendwas wegwerfen, um das zu nehmen. Schade. Wow. Okay. Runenkürass. Ja, würde ich nur schwere Rüstung tragen, wäre ich jetzt richtig krass drauf. Ansonsten leider wiegt alles viel. Kann ich leider nichts mitnehmen. Diese ganzen schönen Sachen. Ich muss sogar jetzt was wegwerfen. Ah, was wird es diesmal sein? So, vielleicht... Aha, ich habe sogar zwei davon. Die sind aber mega teuer. Lass ich also erstmal. 99 kostet es. Ah, das kostet 30. Wiegt 2. Wiegt 6, kostet 36. 2, 19... Ach, es ist immer unschön, Sachen wegzuwerfen, die man verkaufen könnte. Naja. Apfel. Noch irgendwas. Käsestück. Okay. Den Anführer haben wir. Und hier. Uiuiui. Hütterbogen des Arkanzorns. Ach du. Dickes.
Wow, also, wow, 31 Schaden. Ich meine, mein bester Bogen macht 19 und der andere, der nicht geladen ist, macht 25. Der hier macht 31. Verursacht 8 Punkte Schockschaden und halb so viel Schaden auf Mana. Ja, what should I say? Gut, aber irgendwas muss jetzt wieder raus. Wobei, nur ein Punkt brauchen wir. Vielleicht Bücher, die ich sowieso nicht brauche. Bericht des Reisenden, Band 3, weiß ich nicht, ob ich den brauche. Schlechter von Ark, Band 2, werde ich noch lesen. Monatsübersicht, ja, wozu brauche ich hier Monatsübersicht, ganz ehrlich? Aha, kann ich wieder laufen? Ne, eine Sache muss weg. Lehrbuch, Lichtmagie, Geselle, Entropie lerne ich. Naja, dann egal, dann lerne ich einfach hier Entropie. Hat ja 1 gewogen, oder? Achso, das hat nichts gewogen. Ne, 0,1, okay. So, ja, Wein. Wein wegwerfen, weg. Weg. Wozu brauche ich das überhaupt? Okay. Und wir können wieder laufen. Und da ist unser Bild von Rüs. Ja, das ist es also. Experte. Essen. Essen. Ach, kann ich leider nicht mitnehmen. Und hier irgendwelche Aufzeichnungen. Also, beim nächsten Vollmond werden wir die Lieferung über den alten Nebelheimer Hafen abtransportieren. So sollten wir verschwunden sein, bevor die Stahlkraben wiederkommen. Ich habe die Befürchtung, dass die merkwürdige Ruine, auf die wir gestoßen sind, noch viel eher ihr Interesse wecken wird. Angeblich untersuchen sie seit einiger Zeit diese Orte, deren Betreten sie eigentlich verbieten. Ich habe die Männer und Frauen angewiesen, einen großen Bogen um die Ruine zu machen. Sie ist merkwürdig. Es ist, als ob uns etwas Lebendiges zusehen würde. Ach du Kacke, okay. Ja, und wer sind diese Stahlkraben? Das ist anscheinend irgendeine Gruppierung oder so. Na gut. Und hier? Aha, Monatsübersicht wieder. Ach, das ist das, was ich... genau, das ist das, was ich gerade weggeworfen habe. Hängt auf magische Weise in der Luft. Gut, dann nehmen wir... Wartet, wartet! Wow! Ihr gehört nicht zu den Banditen, oder? Spreche ich gerade mit einem Bild? Nein! Das heißt doch... Aber ich bin ein Mensch. Diese verdammte Hexe Andraster hält mich hier drinnen gefangen. Liv, sie hat es geschafft, mit mir zu fliehen. Aber dann waren da diese Banditen und sie haben sie getötet. Wobei den 7 Göttlichen sie haben sie getötet. Ich sagte es doch, Leute. Ich wusste, dass diese Quest noch irgendwas Besonderes in sich haben wird. Also, Andraster hat euch in dieses Bild gebannt oder gut? Beruhigt euch, erzählt mir noch einmal alles von vorne. Ja, wir wollen doch die ganze Geschichte hören, oder? Ja, natürlich. Liv, meine Gefährtin und ich, wir sind Söldner. Hexenjäger, wenn ich so wollt, aus Arasial. Und wer hat euch auf Andraster angesetzt? So ein Arka Erhabener. Er wollte uns seinen Namen nicht sagen, weil er Angst hatte. Anfangs dachte ich, er würde übertreiben, aber jetzt weiß ich es besser. Andraster, sie hasst Ark. Vor allem den Adel dort. Sie sagt, er sei dekadent und verdorben und schätze sich um nichts als Groschen und Prestige, während in der Unterstadt die Leute vor die Hunde gehen. Und sie ist Wildmagierin. Eine Psionikerin, um genau zu sein. Diese Gemälde, es ist ihre Art, Gerechtigkeit zu üben, versteht ihr? Selbstjustiz. Krass, die fängt die Leute quasi in die Bilder ein. Wartet, ihr meint, sie tötet Adelige, indem sie sie porträtiert? Ja, sie wartet, bis sie von selbst zu ihr kommen. Wusstet ihr, was ein Gemälde bei ihr kostet? Dafür könnte sich ein Handwerker ein ganzes Haus kaufen. Und sie meinte, wer so viel Geld für reine Eitelkeit verprasst, hat sein Recht als Mensch verwirkt. Es klingt skurril, aber es ist so. Das Perfide ist, dass man am Anfang gar nichts bemerkt. Die Leute, die sie malt, sie wirken wie zuvor, aber in Wahrheit sind sie nur noch Verlorene.
wie Puppen ohne Verstand, die ihrem Tageswerk nachgehen. Und dann, meistens ein paar Monde nach dem Porträt, sterben sie. Selbstmord, Herzstillstand. Nichts, was man mit Andraste in Verbindung setzen würde. Naja, unser Auftraggeber ist dahinter gekommen. Er hat mich und Liv angeheuert, ihr ein Ende zu setzen. Krass. Könnten diese Gemälde dann auch der Grund für ihr Aussehen sein? Sie sieht bei weiterem nicht aus wie eine alte Frau. Oder, und woher weiß ich, dass ihr mich nicht anlügt? Weil das ist eben die Sache. Eigentlich ist, sieht so aus, als wäre jetzt die Mutter, also diese Andraste, die Böse. Ist das denn so oder verarscht uns, er uns nur? Das ist natürlich die Frage. Oder verstehe, dann hat euch dieser Adelige also angeheuert. Was ist passiert? Soll ich ihn fragen, ob er, woher ich wissen soll, dass er mich nicht anlügt? Daran, dass ihr gerade mit mir sprecht und ich in diesem Gemälde stecke? Bitte seid doch kein Narr. Aha, und die andere Sache wegen ihres Alters kann ich jetzt leider nicht mehr fragen, oder was? Tja, wir sind zu ihr gereist, Liv und ich, und haben uns als Adelige hier ausgegeben, die von ihrer legendären Malerei gehört hätten. Dann hat sie uns gemalt. Mich zuerst. Ich dachte, ich würde schon merken, wenn sie mit dem Zauber beginnen würde, aber zack, auf einmal war ich in diesem verdammten Bild. Liv hat es auch erst zu spät gemerkt, aber sie hat es immerhin geschafft, Andraste ein sie überzuziehen und mit dem Bild zu fliehen. Das Ganze wäre auch gut gegangen, wenn diese verdammten Wegelagerer nicht gewesen wären, um die ihr euch eben gekümmert habt. Sie haben Liv einfach... Ihr wisst schon. Ach, die arme Liv ist also tot. Okay. Naja, den Göttlichen sei Dank seid ihr jetzt da. Und so wie ihr kämpft, glaube ich, dass ihr es mit Andraste aufnehmen könntet. Also bitte, ich glaube, ich weiß, wie ich mich aus diesem Bild befreien kann, aber dafür muss Andraste sterben. Bringt mich zurück und tötet sie, ein für alle Mal. Ah, mein Lieber, ich glaube, ich werde mit dir erstmal reden und nicht gleich töten. Na schön, ich bringe euch zu ihr. Dann sehen wir weiter, genauso. Danke. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie damit durchkommt. Nicht nach allem, was geschehen ist. Aber wenn das alles stimmt, was uns dieses Bild erzählt hat, wenn das stimmt, dann sind vielleicht viele Bilder, die wir in Endral schon gesehen haben, eigentlich ehemalige Adelige, die sie auf diese Weise umgebracht hat. So wie er erzählt hat, die sterben dann nach ein paar Wochen, nachdem sie sie gemalt hat. Und ihre Seelen dann wahrscheinlich sogar in diesen Bildern gefangen hält. Eieiei. Aber wir kennen ja ihre nette Tochter, die uns darum gebeten hat, uns nach ihr zu erkennen. Kann sie denn wirklich die Böse sein? So, schwere Rüstung ist um 17 Punkte verbessert. Ach, verkaufen wir. Leider tragen wir ja leichte Rüstung. So, erlesene Wildmagierrobe. Ui. Sogar erlesen. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Andraste. Und wir sind bei Andraste angekommen. Dann werden wir jetzt mal speichern und ja, sie mal mit dem, was wir erfahren haben, konfrontieren. Ehrlich gesagt will ich nicht, dass sie die Böse ist. Ich will einfach nicht ihre Tochter enttäuschen. Das war doch eine nette junge Dame eigentlich. Aber wir wissen ja auch, dass sie uns schon mal hier angegriffen hat. Ich meine, schaut euch das an. Das könnten alles einfach mal ihre Opfer gewesen sein. Hier, das da. Unglaublich. So, Pfeile und Feuersalze. Eieiei. Na, was hat sie uns denn zu sagen? Also vielleicht eine Falke. Hier ist schon wieder stockdunkel. Andraste, Andraste, was tust du? Da, eine Frau. Also,
Wie gesagt, ich will sie eigentlich nicht töten, Leute. Will ich nicht. Na, wenn das nicht mein neuer Freund ist. Und? Fündig geworden? Könnte man so sagen. Und ich weiß, dass ihr mit euren Bildern Menschen ermordet. Oh, welch drastischer Vorwurf. Und wer hat euch zu dieser Erkenntnis verholfen? Der verschollene König aus Althinter-Aranat? Oder doch nur ein Zug Friedenskraut zu viel? Spar dir die Sprüche. Er weiß alles. Mach da einfach kurzen Prozess mit ihr. Na schön. Ich schätze, weiter um den heißen Brei herumzureden, macht wirklich keinen Sinn mehr. Also, wie soll ich es formulieren? Unser arasialischer Freund dort im Gemälde hat recht. Ich habe diese Schnösel aus der Oberstadt auf dem Gewissen. Und wisst ihr was? Ich fühle keine Reue. Jeder einzelne dieser Bastarde hat es verdient zu sterben. Warum? Andraste angreifen, spart euch die Manipulationsversuche. Ihr sterbt für das, was ihr getan habt. Ehrlich gesagt nicht. Was kümmern mich diese Adligen aus Ark? Also, ich werde mit dir erstmal reden. Glaubt ihr, ich habe diesen Ort aus Zufall für meine Werkstatt gewählt? Er ist der Beweis dafür, wie verdorben dieses Land doch wirklich ist. Tausende von Frauen und Männern abgeschlachtet, weil sie einer Frau folgten, die es wagte zu sagen, dass diese ach so heilige Gesellschaft nichts als eine Lüge ist. Der Pfad, Wegestreue, es sind nichts als geistige Fesseln, damit die Armen arm und die Reichen reich bleiben. Wer sind wir, um unser Schicksal anzuzweifeln? Nur Malphas allein weiß, wofür wir berufen sind. Merkt ihr etwas? Das ist Tyrannen-Inal. Für friss Scheiße oder stirb. Balrak, was soll der Mist? Mhm. Bring sie einfach um! Habt ihr auch nur den blassen Schimmer, wie viele Menschen dieses Weib auf dem Gewissen hat? Sagt der Hexenjäger aus Arasial. Wart ihr auch dabei bei der Reinigung, frage ich mich? 8212. Wie viele Nomadenkinder habt ihr getötet, nur weil sie die Dreistheit besaßen, die Götter ihrer Ahnen und nicht die Lichtgeborenen anzubeten und darüber hinaus noch über magische Gaben verfügten? Tatsache, ich hoffe, sie haben gut bezahlt. Er ist vielleicht ein noch schlimmerer Mörder als sie. Einfach verdammte Scheiße. Nee, würde ich nicht mal. Was war jetzt? Besser so. Ich weiß, dass ein paar tote Halsabschneider in seinen Gewändern nichts auf Dauer ändern werden. Aber es ist zumindest ein bisschen Gerechtigkeit für die armen Seelen, die Tag ein, Tag aus in der Pechgrube vor die Hunde gehen. Also, und was nun? Oder was meint ihr mit dem, was ihr eben zu dem Söldner gesagt habt, Reinigung? Ihr bringt also diese Adligen dazu, sich von euch porträtieren zu lassen? Und was verflucht sie dadurch? Das habt ihr schön gesagt, mein Kind. Ja, das tue ich. Mhm. Na gut, was meintet ihr nochmal mit der Reinigung? Vielleicht nochmal ein bisschen was zur Geschichte? Ich meinte das, was ich gesagt habe. Diese Hexenjäger aus Arasial. Es sind nichts als Barbaren, die für genügend Groschen sogar einem Kleinkind die Kehle durchschneiden würden. Auch wenn dieser Jammerlappen nicht den Eindruck macht. Mhm. Ja gut. Also behaupte ihr aller Ernstens, diese Morde sind für eine gute Sache, Rache für die Armen oder wie soll ich das verstehen? Ich weiß nicht, ich will das nicht fragen, weil, wie gesagt, sie ist zwar in Unrecht, weil sie hier einfach nur Selbstjustiz verrichtet und quasi, ja, für böse Taten mit bösen Taten heimzahlt, aber wer bin ich, um sie zu richten? Ich meine, ich mag sie, ich mag ihre Tochter. Ich werde sie leben lassen, weil der da und seinesgleichen sind bestimmt schlimmere Mörder als sie. Von daher, ja, was nun? Tja, so wie ich das sehe, gibt es nur zwei Arten, das hier zu beenden. Nummer eins, ihr gebt mir das Gemälde, ich finde eine endgültige Lösung dafür und wir leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Nummer zwei, ihr macht einen Fehler und werdet sterben. Ich nehme natürlich Nummer 1. Na schön, tut, was ihr tun müsst. Vermutlich ist es besser so. Oder Andraste angreifen. Ich denke, ich entscheide mich für den Fehler. Oder mit endgültiger Lösung meint ihr vermutlich, dass ihr Rüss
töten werdet. Aha, und es geht noch weiter. Wie vorher, weiterleben bedeutet in dem Fall, dass ihr weiter Adelige porträtiert. Hm, wird sie das machen? Vermutlich, aber das wird sich zeigen. Ja, aber ganz ehrlich, kann mir doch egal sein, was... Diese Adligen von Ark, die sind mir ja eh egal. Ah, na schön, tut, was ihr tun müsst. Vermutlich ist es besser so. Warte mal, hier war doch noch eine Frage zu dem, was sie mit dem Typen macht. Ach ja, hier, mit der gültigen Lösung, bla bla, genau. Für das Wohl aller, ja. Naja, da ist mir ja auch egal, von daher, na schön. Vermutlich ist es besser so. Das ist es. Aber was soll ich eurer Tochter sagen? Ah, junge Dame. Also nochmal speichern. Uiuiuiui. Und sie hat ihn umgebracht. Das war's dann wohl. Und nun? Tja, erstmal sollte ich euch vermutlich danken, was? Für einen Augenblick dachte ich, ihr würdet wirklich auf diesen Kindermörder hören. Und ansonsten... Wie bereits gesagt, denke ich, das Klügste wäre, wenn wir einfach alle so weitermachen wie bisher. Ihr geht nach Ark, gebt Erika etwas Geld von mir und die Kunde, dass es mir gut geht und ich weiter munter Bilder male. Sie würde die Wahrheit nicht gut aufnehmen, glaube ich. Was meint ihr? Haben wir eine Abmachung? Haben wir, aber nur unter der Bedingung, dass ihr mit diesen Bildern aufhört. Oder haben wir... Oder warum kehrt ihr denn nicht einfach nach Ark zurück? Eure Tochter vermisst euch. Das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht werde ich das eines Tages... Aber ich weiß nicht. Nicht jetzt. Und ganz ehrlich, bei dem, was man derzeit aus Ark hört, mit diesem roten Wahnsinn und so weiter, wäre Erika vielleicht besser beraten, wenn sie hierher kommen würde. Wisst ihr, so blutig die Geschichte dieses Waldes auch ist, hier ist es ruhig. Und ich bin zu alt für diese Hektik. Aber egal, wie sieht es aus? Haben wir eine Abmachung? Ach, wisst ihr was? Haben wir. Na, das ist doch schön. Hier, nehmt das und gebt es ihr. Das sollte erstmal genügen. Aha, also ich werde in ein paar Monaten einen Boten schicken, wenn sie wieder Geld braucht. Und das hier ist für euch. Aha. Ich denke, so viel bin ich euch schuldig. Jetzt nehmt es nicht persönlich, aber ich wäre über etwas Ruhe dankbar. Okay. Also, Goldamulett wurde hinzugefügt und Andrastas Münzbeutel. Münzbeutel. Okay, Leute, so habe ich also diese Quest gelöst. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das fand und wie ihr diese Quest gelöst habt und was ich vielleicht verpasst habe, ja, wenn man diesen Mann gerettet hätte, der hier gerade war, wie er aus dem Bild rausgekommen wäre und so weiter. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.